Ist ja gar keiner da. Dann kann ich auch gleich reingehen. Entschuldigung? Hm? Ich hatte hier einen Antrag bezüglich meiner Scheune. Ich wollte die ganz gerne... Oh, jetzt mal ganz langsam hier, Spaßfreund. Wieso, was denn? Wie, was denn? Haben Sie eine Nummer gezogen? Nee, ich dachte jetzt, weil draußen auch niemand sitzt. Ja, Sie ziehen aber trotzdem eine Nummer. Ich meine, wollen Sie das ganze System hier durcheinander bringen, oder was? Ja, das wusste ich, wie gesagt. So wird es eigentlich das 1x1 des Abends. Also ich bitte Sie. Ja, okay, dann ziehe ich jetzt eine Nummer draußen, oder? Ja, ich bitte drum. Okay, alles klar. Ja, los da. So, jetzt aber. Guten Tag, ja, was kann ich für Sie tun? Erinnern Sie sich nicht an mich? Ich war doch gerade hier, ich habe jetzt so eine Nummer gezogen. Und welche Nummer haben Sie? 423 habe ich. Und welche Nummer steht hier auf meinem Monitor, sprich, welche Nummer ist dran? 420 steht da. Also? Muss ich wiederkommen, wenn meine Nummer dran ist? Genau so ist es. Alles klar, bis gleich dann. Na gut, wie muss ich Ihnen denn helfen? Also ich habe eine Scheune und die Scheune würde ich gerne stehen lassen, aber umbauen zum Wohnraum und dafür bräuchte ich eine Genehmigung. Also nur, dass ich Sie da verstehe, da ist eine alte Scheune... Die wollen Sie umbauen, um dann drin zu wohnen, oder was? Genau, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Ja, du, werden Sie mal nicht pampig hier, ne? Wieso reißen denn die Scheune nicht ab und bauen noch ein neues Haus aber hin? Aber da steht doch schon was. Es wäre doch Blödsinn, wenn ich das alte abreiße, um was Neues hinzubauen. Ja, aber das wäre deutlich einfacher für mich und halt moderner, ne? Aber ich würde das gerne behalten, weil ich den Stil mag. Sie mögen es, in alten Scheunen zu wohnen? Nein, deswegen würde ich es ja gerne umbauen, damit ich drin wohnen kann. Also wollen Sie die alte Scheune umbauen, um drin zu wohnen? Genau, ja. Ja, dann zeigen Sie mir Ihre Unterlagen her. Ja, habe ich dabei. Bitteschön. Okay, also... Es handelt sich um eine alte Scheune, die umgebaut werden soll zu einem Wohnhaus, um dann darin zu wohnen. Okay, also folgendermaßen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Werbung machen. Wie Werbung? Ich dachte, die sind hier Beamte. Ich dachte, die werden irgendwie von den Steuern oder so bezahlt. Tja, haben sie zu viel an ihrer Scheune rumgeschnüffelt oder was? So einfach ist das nicht mehr. Heutiger Sponsor ist NordVPN. Die schützen sie nämlich vor Malware, blockieren Tracker und aufdringliche Werbung. Also bräuchte ich NordVPN für meinen nächsten Amtsbesuch, sonst läuft das hier wieder so ab, oder was? Ich meine, sie benutzen doch wahrscheinlich verschiedene technische Geräte, oder nicht? Ja, ich habe ein Handy natürlich und mein Laptop, und ja. Genau auf den Geräten werden die Cyberbedrohungen neutralisiert, bevor sie Schaden anrichten. Ja, okay. Nachdem der Schaden angerichtet wurde, brauche ich das ja auch nicht mehr neutralisieren, oder was? Ich meine, wollen Sie hier weitermachen und mir erzählen, dass die Daten auf Reise und in der Öffentlichkeit geschützt sind, oder was? Wir können auf Reisen Geld sparen und haben eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich meine, das ist doch besser, als irgendwelche Nummern zu ziehen. Also das komplette Gegenteil von dem hier, oder was? Da wird nicht nur von 12 bis Mittag gearbeitet und die Leute kümmern sich. Nun werden Sie mal nicht schon wieder pumpy, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Gucken Sie gerne Filme und Serien. Schön, dass Sie nicht mal auf meine Frage eingehen. Nein, eigentlich möchte ich gerne meine Scheune umbauen. Falls doch irgendwann mal, haben Sie mit NordVPN auf jeden Fall von überall aus Zugriff. Ich meine, wenn Sie mal Urlaub machen, auf Reisen sind. Ich kann keinen Urlaub machen, weil ich meine Kohle in die Scheune stecken möchte. Was für eine Scheune denn? Was kommen Sie denn mit so einem Blödsinn jetzt an? Die Scheune, die ich umbauen möchte, weswegen ich hier bin. Sie wollen eine Scheune umbauen. Ich meine, warum bauen Sie nicht einfach neu? Oder probieren NordVPN. Ich meine, da kriegen Sie 4 Monate extra bei einem 2-Jahres-Paket mit dem Code Varian. Okay, ich lad's mir runter. Können wir danach bitte weitermachen? Ja, gut, denn so. Zu Ihrem Antrag jetzt. Ja? Das ist, denke ich mal, nicht so einfach erledigt. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir bekommen das irgendwie. Ja, gut, ich meine, das kann ich Ihnen natürlich nicht garantieren. Ja, aber warum denn nicht? Ich möchte doch einfach nur meine Scheune umbauen. Ja, 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 Ihre Scheune umbauen. Ich meine, das haben Sie mir jetzt schon 5000 Mal erzählt. Ich meine, sehe ich so vergesslich aus, oder was? Also wir haben jetzt 2 Optionen. Sie können entweder ein neues Haus bauen, da kriegen Sie auch Förderung drauf. Ja, okay. Und was ist die andere Option? Achso, habe ich 2 Optionen gesagt? Nee. Das war's eigentlich. Also habe ich nur eine Option, oder ja, was? Ja, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Also ich meine, ja, also... Ja gut, ich meine, Sie können natürlich auch Ihre alte Scheune abreißen, eine neue, komplett baugleich so hinbauen und diese Scheune dann zum Haus umbauen. Ich meine, das ist auch noch eine Option. Aber dann könnte ich mir doch gleich einfach ein Haus hinbauen und nicht erst eine Scheune. Ja, Mensch, spreche ich hier gegen eine Wand oder was? Sie wollen doch hier die ganze Zeit eine Scheune umbauen. Ich versuche doch nur eine Lösung zu bieten. Ich will aber das bestehende Haus behalten, damit ich nicht neu bauen Sie muss. Brauchen hier gar nicht lauter zu werden. Ich würde ja nicht schreien, wenn ich nicht permanent gegen eine Wand reden müsste. Ich könnte Ihnen auch noch einen besseren Vorschlag machen. Okay, und was wäre das? Statt die Scheune abzureißen, können Sie die doch auch einfach komplett umbauen, dann darin wohnen und das einfach als Haus ummelden. Aber das ist doch genau das, was ich versuche umzusetzen. Ach so. Ja, dann hätten wir uns die Zeit ja auch sparen können hier, Könnten Sie denn bitte meinen Antrag bearbeiten? Bearbeiten kann ich den nicht, aber ich könnte ihn einreichen bei meinem Vorgesetzten, Ja, das klingt doch super. Wie lange dauert das denn ungefähr? Ja, das sollte dann in den nächsten 4 bis 6 Monaten passiert sein. So lange dauert das, bis Ihr Vorgesetzter das abgesegnet hat? Nee. In den nächsten 4 bis 6 Monaten habe ich das geschafft, den Antrag einzureichen. Dann guckt sich mein Vorgesetzter den an und gibt den dann weiter an sein Vorgesetzten. Ihr Vorgesetzter hat noch einen Vorgesetzten? Ja, natürlich. Ich meine, was denken Sie denn? Am Ende, wenn jeder das gesehen hat, dann geht's nochmal zur Person im zuständigen Amt, die segnet das dann komplett ab und dann geht's einfach nur nochmal über jede Person zurück zu mir und dann sehen wir uns schon in den nächsten 2,5 Jahren wieder, Also es geht relativ fix. Ja, und dann steht Ihrem Abriss im Prinzip gar nichts mehr im Weg,
Aber ich will das doch nicht abreißen. Ja, Mensch, aber damit bekommen Sie doch Förderung. Das habe ich Ihnen doch vorhin erzählt. Ich will keine Förderung. Ich will die Scheune stehen lassen. Ja, und was ist, wenn Sie einfach eine neue Scheune hinbauen? Ich will doch dort wohnen. Ja, dann bauen Sie die neue Scheune doch einfach um.